10 Rochen will ich haben. Tschüss, Evi, was schön mit dir. Als erstes brauche ich wieder erstmal. Oh, Alter, ich hab schon Blähungen von den ganzen Apfelschnecken. Ah, Eingeborene! Digga! 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 Scheiße, wir haben nochmal 2 lange Stöcke. Oh Gott, die Jaguar! Du bist schmutzig, geh doch nicht bitte mal waschen. Wir müssten jetzt eigentlich oben Richtung, also ihr könnt, 21 sein. Ihr könnt eigentlich immer oben das mit der Rüstung machen, dass es dauerhaft aus ist, aber dass ihr trotzdem Rüstung anhabt. Also ich habe das aktiviert, dass meine Rüstung nicht angezeigt wird. Also kann man sich auch. Gehen wir jetzt hin, die Jungs sind unten. Ich würde hier diesem kleinen Flusslauf ein bisschen. Wollen wir nicht der Straße hier folgen? Mit dem Modder? Sorry. Die geht rechts aber lang. Ja, okay, ich Schildkröte. Ja, die ist tot, ja, wie ihr wolltet. Nee. Ja, wo ist die hier? Die geht doch hier noch. Kämpft ihr schon gegen Schildkröten? Nein, wir kämpfen nicht gegen Schildkröten. Nein. Betzeln sie nieder. Mhm. Wo ist denn Judah? Ja, bei der Straße immer noch. Ich bin schon hier dreckig. Wo ist die Straße? Oben. Oben. Ach, da hinten ist Judah. Kommt mal los, wir müssen aufschließen. Bin ich? Alles gut, ich bin nicht großartig gelaufen. Ich bin nur sehr müde bald. Ja, 12 Uhr 9, wir sind 4 Stunden gelaufen, das ist ja wie im echten Leben. Ja, aber wir gerannt sind die ganze Zeit. Ich bin nur normal gelaufen, ich bin nicht gerannt. Chris rennt wie so ein Berserker. Links sind Nüsse runtergefallen! Die Nüsse! Nimm die Nüsse mit! Warum liegen hier eigentlich überall tote Vögel? Oh, die fallen vom Himmel. Mhm. Die Nachwirkung vom Zugunglück von Haio. Wartet mal, Neo ist nicht da. Nicht so schnell. Ich will die blauen Pilze essen. Oh, Bananen. Wegen Energie. Oh, das ist eine gute Idee. Ja, du bist ein Junkie. Ja, hier unten sind blaue Pilze. Da hat er recht. Da. Folgen wir noch die Straße? Keine Ahnung. Ich bin auf der Straße. Ja, Chris, du läufst vor und wir sind alle nicht beieinander. Ich muss eh gerade schauen, ich hab irgendwo Viecher. Ein Gürtel hier. Und jetzt ist so ein kleines Amarillo, glaube ich, heißt das, oder? Amarillo? Matschig ist es hier. Warte, wo waren die Spuren? Ist das hier? Na, hier führt's lang. Hier. Geht's bei dir weiter? Hier geradeaus. Ich glaube, hier links am Strand entlang jetzt, oder? Ich glaube, hier links geht's weiter, ja. Hier geht's weiter, ja. Alter, da sind aber viele Tiere. Ein Farbtier, ne? Ja. Weiß jemand von euch, wo wir noch sind? Nein. Okay. Ja, das ist schon wieder so ein Tukan. Wir müssen die Straße wieder zurücklaufen. Ah, hier rechts ist das Auto. Hier rechts ist das Auto. Wo? Bei Daniel. Oh, wir haben Dialog auch. You're not gonna believe what I just found. Was bist du denn für eine fette Spinne? A city made of gold. What? No, no, it's a Jeep. Well, it's not running anymore, but, you know, there's some useful stuff in it. So
it's good news, right? I think so. There's one thing that bothers me, though. I found something that looks like a listening device connected to the walkie-talkie. Crazy, right? That's not good. Do you think someone might be listening to us? It would be nice. Maybe they could help find me and I could finally get out of here. Usually, if someone is eavesdropping, they don't have the best of intentions. Ja, guck mal, hier kannst du trinken, Chris. I'm starting to think it doesn't even matter. Don't lose hope. Chris. You have to come back to me. I know. I know. Don't worry. Was gab's jetzt hier drin in dem Ding, in dem Jeep? Weil da ja war, stand ja da, gibt's nützliche Sachen. Gab's da jetzt irgendwas drin? Warte, ich höre mir gerade den Dialog noch an. Ah, okay. Sie sind bereit, da war ich angefangen. Also ich habe einen Treibstoffkanister. Ah ja, ich auch, der hängt in meinem Inventar. Disgusting. Ugh. Tagebuch. So, ansonsten. Ja, doch hier nichts. Im Buch steht jetzt nur ein verlassener Jeep mitten im Dschungel. Sie haben alles zurückgelassen. Funkgerät, Treibstoff, Vorräte. Was ist hier passiert? Ja, und nun? Ja. Also der Jeep ist jetzt bei... Der Jeep ist jetzt bei Koordinate 44... 16... 17, ja. Was, da oben sind wir? Ja, ist nicht so. 44. Wir sind ja komplett vom Kurs abgekommen. 17. Achso, da oben ist der eingezeichnet sogar, ja. Wir sind ja komplett vom Kurs abgekommen, wenn wir am See links unten waren. Ja, wo wolltet ihr denn hin? Ja, ich wollte eigentlich nur zum Fluss über uns, da wo die kleine Insel im Wasser ist in der Mitte. Ja, wir können ja den Fluss weiter runter wieder zurücklaufen. Wir können ja jetzt nach Westen einfach gehen und gehen genau. Da. Wir müssen jetzt auch nach Westen einfach gehen. Okay. Aber es ist schon 15 Uhr, ne? Ja, das schaffen wir schon. Gehen wir nach Westen. Ja. Also gehen wir hier einfach entlang, ja? Ja, aber wo seid ihr? Ich bin hier mit mir. Wo seid ihr? Wir sind beim Auto noch, beim Auto. Okay, dann kommen wir zurück. Ja, wir sind noch beim Auto. Gut, also Richtung Westen, ja? Mhm. Ist hier runter einfach den Fluss. Also dieses... Oh nein. Was denn? Ich habe irgendwas, keine Ahnung. So ein Magensymbol an der Seite. Und dann hast du einen Parasit. Boah, was mach ich jetzt? Naja, den orangenen Pilz essen. Hast du einen orangenen Pilz? Natürlich nicht. Den Sonnenschwemmel. Hier, ich geb dir einen. Orangenen Pilz essen, ist der das? Ah ja. Okay. Hier sind nochmal Energy-Pilze. Dann nimm da die Energy-Pilze, Neo. Ja, da sind keine mehr. Hier, warte, ich kann dir welche geben. Neo? Also auch bei mir ist eine Klapperschlange, wo ich hier gerade stehe. Neo? Ja, warte, ich, wir sehen dich gar nicht, Chris, wo bist ja, du? Ja, ich bin ganz gerade Richtung Westen einfach ein Stück weitergegangen. Hast du welche gegessen hier? Ja, zwei, ja. Okay. Ich habe noch zwei Beise, sonst Bescheid, ja? Na, hier unten. Mhm. Genau hier an dem Stück Holz, was hier liegt, da sitzt eine Klapperschlange. Ja, genau, schieß doch einmal mit dem Pfeil drauf. Zwischen mir und dir, genau. Südamerikanische Klapperschlange. Töter sie, Chris. So, wir gehen Richtung Westen weiter, ja? Ja. Ja. Wir müssen ein bisschen Gas geben, wenn wir was ist. Hier sind nochmal die orangenen Pilze. Ja, aber auch blaue jetzt.
Okay, jetzt sind wir unten am... Ach, guck mal, da kann man trinken. Hier ist eine Höhle. Fristo, du hattest doch gesagt, du brauchst Wasser. Ja, hier ist so eine Kokosnuss auch. Kann ich auch schlucken. Da ist ein Lurch. Oh, mein Speer ist jetzt gerade... Schöne Schuss. Ja. Eine Kaiman-Echse ist das. Ich kann die nicht mehr nehmen. Habt ihr noch Platz im Inventar? Nein. Oh, pass auf, hier sind Ameisen hier hinten. Pass auf, Neo, vorsichtig, hinter dir. Ameisen. Okay. Ah, die Höhle, gucken wir uns jetzt die Höhle an? Boah. Hast du da gerade rausgetrunken? Ja. War hier sind Skorpione und überall. Ich habe keinen Sprit. Alter, warte, ich habe wirklich noch so einen Standardschwert. Von mir gingen alle Sachen kaputt. Ist tot, ist tot. Wollt ihr ein Gürteltier haben? Erst nicht, ich bin ziemlich voll. Okay. Geht ihr da jetzt einfach rein? Ja. Essenader. Eisenader ist hier. Dafür brauchen wir aber die Spitzhacke. Können wir die nicht machen? Was macht man daraus? Kannst du schmelzen später, glaube ich. Nee, ich meine. Das sieht ja aus wie eine Muschi. Ja, da braucht ihr eine Steinklinge und ein Seil und einen Stock. Warte. Dann könnt ihr euch das herstellen. Ich crafte. Blöde Frage, kann man in der Höhle was bauen? Ja. Ansonsten werden wir hier einfach übernachten und dann weiterziehen. Ist halt die Frage, ob wir vier Dinger finden, ne, zum Schlafen. Ja, wieso können wir so Palmbetter ich habe keine Ausdauer dafür. Weil ansonsten... Ja, da vorne sind Bananen und Palmen, also wir könnten uns hier ein Bett bauen, ja. Ja. Und wo sind die Betten drin, ne? Bei Rahmen oder wo sind die? Bei Dach unten rechts. Da kannst du auswählen zwischen Palme oder Banane. Okay, was soll ich machen? Palme? Viermal? Keine Ahnung. Nee, ich kann ja auch eins machen. Ja, aber soll ich Palme oder Banane? Darum geht's nur. Das ist doch Wurst. Kann man hier drin bauen? Also bei mir hinten kann ich bauen, darum. Dann würde ich einfach vier Stück hier hinstellen und gut ist. Na, dann mach. Was hast du jetzt ausgewählt? Gute Frage. Palmen. Palme, okay Leute, Palmzeugs holen. Ah geil, jetzt habe ich gerade eine Banane gelegt. Ja, dann macht Chris eine Banane noch. Ich eine Banane, kann ich auch machen. Sind bei dir mehr Bananen oder mehr Palmen, Daniel? Schwierig zu sagen. Palmen, ja, Palmen, 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 Palmen. Palmen, Palmen. Du machst Feuer, Leo? Nein. Ich muss schlafen, ich kann sonst kein Feuer. Ah, warte doch, ich kann ja einen Pilz essen, dann habe ich ein bisschen mehr Energie. Ja, okay, ich probiere nochmal. Ansonsten lass mich das Feuer machen, ich habe volle Energie. Und ich kann. Wie hast du noch volle Energie? Ich habe die ganze Zeit Pilze gefressen, während wir unterwegs waren. Mann! Ich hab. Sind aber dann nur zwei Plätze, ne? Aber ich leg mal da dieses Großkatzenfleisch rauf. Man kann übrigens auch aus dem Bidon trinken, wenn man den mitnimmt, ne? Alter, darum kann ich jetzt die ganzen Scheißblätter nicht nehmen. Wenn da sauberes Wasser drin ist. Aber eigentlich glaube ich, dass wir die Höhle gefunden haben. Ne? Ja. Stimmt. Wow, der Kaiman hat wirklich ein Fleisch gegeben und sonst nichts. Ach doch, und die Pfeile haben doch Haltbarkeit.
Sehe ich gerade. Die sind doch nach einer Zeit weg. Kannst halt mehrmals schießen, aber haben auch Haltbarkeit. Gerade gesehen. Woher weil. Was brauchen wir jetzt noch? Palmenblätter, ne? Palmenblätter, ja. Oder wir reißen das eine ab und machen Banane draus, aber. Ne, Palmen ist auch okay. Ja, Palmen sind auch noch nicht so ziemlich viele. Ich habe hier noch einmal Großkatzenfleisch, falls jemand noch möchte und Hunger hat. Auch nochmal mit raus. Chris, geht's dir nicht so gut? Pass auf, Daniel, da bei dir ist irgendwo nochmal ein Termitenhügel, ne? Ah, ne, der ist hier vorne weiter. Alles gut. Wollt ihr dann hier speichern und wir machen beim nächsten Mal weiter oder gehen wir noch nach Hause? Wie geht's dir? Wie müde bist du, Daniel? Schauen wir mal weiter. Ich könnte noch ein bisschen machen, aber ich finde, das wäre irgendwie ein cooler Cliffhanger, oder? Ja, dass wir dann gucken, wie es weitergeht. Ja. Und dann machen wir nächste Woche oder was? Hier fehlen noch 7. 7 Palmenblätter fehlen noch. Ja, ich glaube, das habe ich. Nee, ich glaube, du kannst 6 kannst du maximal tragen, glaube ich. Ja. Also 1 fehlt noch. Ja, wahrscheinlich nimmt lieber mehr mit. I will do it. Hier ist nochmal ein Fleisch. Ein Kaiman. Zwei brauchen wir noch. Kaiman-Echsenfleisch noch. Kann jemand essen, wenn er möchte? Ich habe sonst nämlich auch nochmal Fleisch, glaube ich, auf Tasche, was wir. Ja, kannst du auch raufmachen. Ich habe extra ein Feuer gemacht. Oh, ich habe nichts mehr. Hat irgendwer noch ansonsten eine Schale, bei der wir Wasser kochen können? Nee, aber du kannst draußen das Wasser trinken. Das ist zwar unsicher, aber das ist super blau. Und zwar nur kannst du einen Pilz essen, falls du einen Parasit. Arbeit. Ja, falls du einen Parasit kriegst, kannst du halt einen Pilz essen. Du, krass. Alter. Trink ruhig draußen, sonst was. Aber das ist urwitzig, dass wir jetzt die Julia gefunden haben und da drin schlafen. Ey. Ja. Das ist richtig nice. Na gut, dann machen wir da beim nächsten Mal weiter, wa? So, aber können wir. Achso, wir können jetzt. Können wir jetzt hier speichern überhaupt? Nein. In den Bett entdecken kann man nur schlafen. Oh. Dann müssen wir wohl noch schnell einen Unterstand bauen. Aber können wir kurz schlafen erstmal, oder? Ja, stimmt, damit zumindest. Das kannst du ja so schneiden, dass es dann so aufhört. Wir können ja danach noch den Unterstand dann bauen. Ich hab mich hingelegt. Ich schlaf auch. Dann schlafen wir erstmal, bauen danach den Unterstand und machen dann aus. Ja, okay. Der Bruno hat die Bullard. Und Chris, trink ich ruhig draußen. Trink dann ruhig draußen, Chrissy. Ey, da steht jemand auf Dani seinem Kopf. Ist aber nicht nett. Ans Feuer kann ich dann einfach das Fleisch legen, was ich bei habe, ne? Genau. Stöcke. Was brauchen wir denn da noch? Stöcke? Und was ist das andere Zeug hier? Lange Stöcke, glaube ich. 3 lange Stöcke. Sind hier jetzt noch Skorpione wieder gespawnt? Nee, ne? Genau. Weil ihr alle rausgerannt seid. Naja. Deswegen. Gibt doch jetzt nicht wirklich viele alternative Wege, ne? Ja, Vorsicht. Leg mal noch ein bisschen Holz am Feuer nach, damit es nicht wieder sofort ausgeht. Ah, ist nett. No, bad idea.
man hier das Großkatzenfleisch essen? Oder ist es für jemanden? Ja. Ich habe nämlich selber auch noch Fleisch bei, dann schmeiße ich das gleich wieder an die Stelle rein. Oh, Neo. Ja, ich kann nicht springen. Du bist ein richtiger NPC, Alter. Ja, was kann ich aber, wenn ich springe, wenn ich kein Ausdauer hat? Ja, du bist davor schon 2 Sekunden gegen die Wand gelaufen, Alter. So, jetzt brauchen wir wieder Palmblätter. Ach, seid ihr drin sonst fertig? Ja, jetzt fehlen, glaube ich, nur mehr Palmblätter. Okay. Ein paar liegen ja noch rum, ne? Also hier liegen noch welche rum. Ich habe 4, 5, 6 Palmblätter habe ich jetzt bei. Ja, ich hau noch einen Baum um hier. Das Fleisch kannst du ja nehmen, jo. Ja, alles gut. Das gibt es nicht. Egal. Kannst du mal das linke Fleisch nehmen? Ja, warte. Aber ich kann das nicht reinsetzen in die... Ja, Freunde. So. In die Dings. Ich muss das mal weglegen, ich kann das nicht reinpacken. Alter, fick dich! Oh, ich hab auch noch mich. Ein schönen Skorpion. Ich kann das so demontieren, könnt ihr da was reinlegen? Ja. Wo guckst du dafür hin? Einfach, ich stehe einfach da vorne und guck, wenn es cool wird. Ich kann das nicht. Unsere kulinarischen Spezialitäten heute sind etwas unangewöhnlich. Wir haben einmal eine Goliath-Vogelspinne im Angebot und einen Skorpion. Wenn dir das nicht zusagt, habe ich auch eine Waldspinne noch. Ich wasche mich noch schnell. Okay, dann speichere ich um. Was möchtest du essen, Efi? Ich habe tatsächlich Nein. Die Vogelspinne, der Skorpion oder die Waldspinne? Gar nichts davon. Oh. Ich brauche nichts. Gar nichts davon. Gar nichts. Das geht ja nicht. Das brauchen. Ich bin komplett voll. Mir fehlen vielleicht ein paar Pilze. Ich nehme mal die Vogelspinne. Oh geil, dann nehme ich die andere. Essen. -5 geistige Gesundheit. Okay, das ja, aber es kriegst du ja durchs Feuer. Bei der und was beim Skorpion? Keine Ahnung, find's raus. Ich hab noch 2, warte. Ich hab noch auch -5. Ich hab noch Riesenkötenfleisch. Ich werf das mal raus. Oh schade, ich hab noch eine Spinne. Ich hab alles eingesammelt. Okay, also die nicht essen. Doch, ist die Spinne. No, no. Kumbaya, my lord, kumbaya. Ich find's aber gut, dass wir alle unterschiedliche T-Shirts anhaben und alle auch irgendwie anders aussehen. Guck mal, Chris ist total alt. Ich finde, Neo sieht aus wie so ein richtiger, weiß ich nicht, wie so ein Stiefvater von irgendwem. Ja? Der irgendein Milfkneider, ja. Ja, hast du dich mal gesehen, wie du aussiehst? Nein, ich weiß nicht, wie ich aussehe. Und Neo sieht aus wie so ein jüngerer Knasti. Daniel ist hübsch. Nein, weißt du, wie Jule aussieht? Wie? Der Typ von American History X. Wer ist das? Ihr wisst, wen ich meine. Wie sieht der aus? So der den Schwarzen in den Bordstein klappern gelassen hat. Ja, genau so siehst du aus. Den Dunkelhäutigen meinst du? Nein. Sieht genauso aus wie dieser Verrückte, Alter. Hart Rassist, deine Film. Ich bräuchte ziemlich viel Protein, also die Kröte wäre nice. Ja, gib dir, hau dir die Kröte rein, bitte. Du musst dann aber auch die Spinne essen. Okay. Hier, ich habe noch eine Spinne. So. Wow, okay. Also viel Protein. Also speichern wir hier, ja? Genau, dann speicherst du auch nochmal. Und dann machen wir da beim nächsten Mal weiter. Genau, ich speichere auch noch. Sehr cool, freut mich, hat mir Spaß gemacht. Das kann ich nicht. Ich bin gespannt, wie euer Baumhausprojekt da weitergeht. Und vor allen Dingen cool, dass wir... Wie gesagt, jeder hat oben dann auf dem Baumhaus... So einen eigenen Bereich. Genau, jeder hat seinen Bereich. Cool. Er hat 2 Mittelplasten, 2 links daneben und eine nach vorne. Okay, na ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. Also 5 Objekte und ihr könnt nach oben halt bauen, so hoch wie ihr wollt. Wir können ja mal gucken, wie hoch man bauen kann, ob es eine Baugänze gibt. Ja, das wäre mal interessant zu wissen. Jetzt einfach also machen wir nächsten Samstag dann weiter.
Jo. Oder früher. Ja, oder unter der Woche, wie es halt bei der wie es passt. Wir richten uns einfach danach, würde ich sagen. Es halt. Ich glaub, das sollte beim Bauen irgendwann von der Höhe her eine Alpha-Wand geben. Ja, ich denke mal auch, da kommt irgendwann was. Das geht es heraus. Ja. Ja.